Herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanics Survival. Ich zeige euch heute mal, wie ihr einen Autoantrieb macht. Ohne Treibstoff, nämlich nur mit den Bearings, also den Drehscheiben. Es gibt dazu schon viele englischsprachige Videos, aber ich habe gedacht, ich mache mal ein deutschsprachiges Video dazu. Von daher, wie funktioniert's? Prinzipiell, ihr braucht erstmal irgendein Gefährt, irgendein Auto hier. Und vorne machen wir die Lenker hin, deswegen hier zwei Drehscheiben, die hier die Räder drehen können. Mit dem Sattel verbunden. Und was ihr dann braucht für hier hinten sind schon mal am besten zwei Stoßdämpfer, die ihr anbringen könnt. Und dann braucht ihr solche Rohre mit drei Ausgängen, die ihr hier miteinander verbindet. Und was ihr dann macht ist, hier sieht man es auch nochmal schön, immer Bearing, Rohrstück, Bearing und so weiter. Könnt ihr im Prinzip so viele machen, wie ihr wollt. Die Sache ist nur, je mehr ihr macht, desto instabiler wird es, obwohl es schneller wird. Das heißt, ihr seht, ich habe hier insgesamt 16, also 8 auf jeder Seite und dann ein Rad. Es ist schon relativ instabil, sage ich mal, aber es hat gut Gas. So, was ihr dann braucht, sind Controller. Ein Controller kann ja maximal 10 Verbindungen machen, also hier Controller Level 5 kann 10 Verbindungen machen und da habe ich hier die ersten 5 in die Richtung und die ersten 5 in die andere mit dem ersten Controller verbunden. Und dann braucht ihr die zweite Position immer auf 360 Grad. Einfach auf 360 Grad ziehen, dann den Loop einstellen und auf sehr schnelle Geschwindigkeit stellen. Dann könnt ihr den zweiten Controller nehmen, verbindet da die restlichen hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie ihr es seht, habe ich damit verbunden, auch reingehen. Auch auf Level 5 machen, zweite Position auf 360 Grad, Loop an, Geschwindigkeit auf Maximum. Was ihr dann machen müsst, ist die einzelnen Controller beide einmal mit dem Sitz verbinden. So, einmal das Ganze richtig positioniert. Dann setzt ihr euch da rein, gebt Gas. Achtung, ich habe jetzt viel Gewicht vorne dran. Dann sieht das sehr seltsam aus. Es biegt sich sehr stark. Aber der Punkt ist, ihr fahrt jetzt ohne Treibstoff ziemlich schnell. Ihr seid ziemlich schnell unterwegs. Wenn ihr das Ganze kürzer baut, also anstatt 8 Bearings in jede Richtung, sondern nur 5 in jede Richtung. Oh, da kommt was. Dann kann ich das ja gerade mal machen. Ich nehme 3 ab. Räder wieder dran. Verbindung steht soweit auch. Der erste Controller ist jetzt eben überflüssig. Dann braucht ihr auch nur einen Controller. Das heißt, ich nehme den einfach mal komplett raus. Und wenn ihr dann fahrt, ist es ein bisschen angenehmer. Gerade wenn ihr lenkt, ist die Stange hinten wieder gerade. Und ja, es lässt sich gut lenken. Ihr überschlagt euch nicht. Und ich habe jetzt schon vorne zwei Kollektoren drauf. Also ihr seht, da ist jetzt schon ordentlich Gewicht drauf. Und ich komme trotzdem gut voran. Und das ganz ohne Treibstoff. Ich finde es absolut genial. Coole Erfindung. Und gerade am Anfang, wenn ihr keinen Treibstoff habt, ist es halt super leicht, schon mal so Bearings zu bauen, schon mal so Rohre zu bauen. Dementsprechend gerade für den Anfang super cool. Später ist es ja so, dass ihr meistens viel Treibstoff, oder kommt jetzt wieder einer, beim Looten sowieso findet. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video geholfen, hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.